Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zu einem doch jetzt sehr spontanen Video. Ja, das Jahr 2022 hat kaum begonnen und erst gestern habe ich euch einen Videoblog mit den Eindrücken des Neujahrstags aus dem Europapark präsentiert. Und ihr kennt ja eigentlich meinen Kanal, normalerweise bin ich keiner, der jeden Tag ein Video macht, aber jetzt gab es doch Neuigkeiten, die ich eigentlich schon erwartet hätte, aber nicht in dieser Größe und natürlich auch nicht in dieser Form. So, nach dem Intro beruhigen wir uns jetzt alle wieder und fahren runter, aber auf diese Meldung muss man erstmal klarkommen, vor allem als Europapark-Fan. Und zwar hat Michael Mack heute Morgen auf Twitter angekündigt, dass 3 Attraktionen nur noch eine Woche erlebbar sind. Also das heißt, 3 Europapark-Attraktionen werden am 9.1. das letzte Mal in Betrieb sein und somit Platz für zukünftige Erweiterungen machen. Das ist ganz untypisch für den Europapark, so ein Thema anzusprechen, denn eigentlich kennt man es ja eher aus dem Phantasialand, dass dort Attraktionen aufgrund der zu geringen Fläche schließen müssen und deswegen sind solche Meldungen bezogen auf den Europapark immer eine kleine Sensation. Bei der ersten Attraktion muss ich ehrlich sagen, was eigentlich erwartbar und zwar ist es keine geringere als die Dschungelfloßfahrt. Ihr habt es ja gestern auch in meinem Videoblog gesehen, dass mir so eine Abschiedsfahrt gemacht habe und es war ja schon dieses Jahr in aller Munde und in alle Medien ist das Thema breitgetreten worden, dass die Dschungelfloßfahrt in naher Zukunft umgebaut werden wird. Ja, bereits 2017 gab es Überlegungen, diese Attraktion zeitgemäßer zu machen und zum Thema Europa passender zu machen. Was da allerdings in Zukunft passieren wird, das steht noch in den Sternen. Fakt ist, dass der Umbau von 3 Monaten, also zum Sommersaisonstart 2022, wahrscheinlich nicht abgeschlossen sein wird, sondern dass wir in diesem Jahr höchstwahrscheinlich komplett auf die Dschungelfloßfahrt verzichten werden müssen. Ich würde mir aber wünschen, dass der ruhige Charakter der Fahrt erhalten bleibt, dass man weiterhin auch bei der geupdateten Version über den See schippern kann, einfach mal gute 10 Minuten entspannen kann und vor allem die Ente beim Bade und Schwimmen und Spaß habe beobachten kann. Ja, die zweite Attraktion, die wohl weichen wird, ist der Traumzeitdom. Und da muss ich ehrlich sagen, das überrascht mich jetzt weniger, denn ich hätte mit niemals gerechnet, dass der Traumzeitdom seit 2015 überhaupt so lange im Park bleibt. Damals wurde der Traumzeitdom zum 40-jährigen Jubiläum vom Europapark als kleine Weltsensation angekündigt und im Prinzip handelt es sich dabei um ein, wie ich finde, bis heute sehr provisorisch wirkendes 360-Grad-Kino, das aber in der Zeit, seit es jetzt dort an Ort und Stelle steht, schon einige Filme abgespielt hat. Zuletzt natürlich den Snorri-Adventure-Film von Rolandica und dem Tintenfisch Snorri. Die dritte Attraktion, die weichen muss und was für mich eigentlich in Kombination mit dem Traumzeitdome ein komplettes Indiz dafür ist, dass man an dieser Stelle den Durchbruch zum neuen Themenbereich inklusive der neuen Achterbahn machen wird, das ist der Flug des Icarus. Bei vielen wahrscheinlich bekannt als Ballonkarussell am Ende des griechischen Themenbereichs und dieses Karussell wird schließe auch am 9.1. Allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher, ob man das vielleicht nicht sogar an anderer Ort und Stelle wieder aufbaut. Aber das steht noch in den Sternen. Gesichert kann aber sein, dass es auch nicht mehr allzu lang dauern dürfte, bis die Bauarbeiten für den neuen Themenbereich und somit wahrscheinlich auch für die neue Achterbahn beginnen werde. Ich gehe schwer davon aus, dass an dieser Stelle, wie schon erwähnt, der Durchbruch in die Parkerweiterung gemacht wird und dass dann auch die große Satellitenschüssel sowie auch das Festivalgelände, wo jetzt gerade der Winterzirkus steht und wo im Sommer immer wieder Sonntag stattfindet, natürlich auch dann anderweitig genutzt wird. Es bleibt spannend rund um das Thema Europapark. Ich hätte mit so einer Ankündigung, vor allem jetzt so früh im neuen Jahr, nicht gerechnet. Ihr wisst, ihr habt noch eine Woche Zeit, die alte Attraktion in ihrer jetzigen Form zu fahren. Bei manchen weiß man, dass sie wahrscheinlich anders wieder eröffnen werde und ich gehe davon aus, dass man sich vor allem vom Traumzeitdom auch für immer verabschieden muss. Von mir war es das jetzt und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vermutet, was so mit diesen 3 Attraktionen passiert. Denkt ihr, sie verschwinde für immer oder denkt ihr, vor allem vielleicht auch beim Flug des Icarus, dass die woanders nochmal eröffne? Bis dahin bleibt dran und habt einen schönen Tag. Ciao.